So, ich sammle erstmal alle Sachen. Oder bin ich jetzt fast überladen? Nein. Dann würde ich erstmal die Sachen weiter sammeln. Und nebenbei ein paar Leute zum Schlafen bringen. Ich habe die Batterie jetzt gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich, dachte, man kann das Schild aufheben. Dear Dr. Swift, please do not store your snacks in this area as employees are complaining about the stink. Okay. Was sind das für Snacks, die er da isst? Knoblauch oder wie? Knoblauch als leichter Snack zwischendurch. Jetzt muss ich dahinter, wo die ganzen Leute noch sind. Ein- und Ausgehen hier. Das war nur eine Frage der Zeit. Hier hinten können die mich doch nicht finden, oder? Also muss ich für Ablenkung sorgen, damit die dort alle verschwinden. Was habe ich denn dabei? Bobby Pfeife bringt hier sicherlich sehr viel. Dann würde ich es mit der Ente probieren. Das hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Wie viele Leute sind denn dort? Okay, ich muss mir was anderes überlegen. Ich muss die wahrscheinlich doch alle irgendwie betäuben. Geht doch einfach mal alle endlich raus hier. Gott sei Dank. Ach, die hängen hier in der Umkleide ab, um sich von der Arbeit zu drücken. So funktioniert das also. Bleichmittel in der Toilette. Das sind echt viel zu viele Leute hier unterwegs. So, jetzt kommen die nächsten rein, gucken sich die Leiche an, dann kann ich die holen. Müsste es eigentlich. Ansonsten würde ich auch gerne den Blitzstock mal ausprobieren mit den Kettenreaktionen. Das interessiert die gar nicht, dass da einer liegt. Warum ist der eine gerade losgerannt? Komm, ihr könnt euch alle in der Umkleide ausruhen. Was? No peeing in the shower. Peeping stand vorher.
point I can lead. Fast alle hier erwischt. Genau, stell dich einfach an die Wand. Please don't struggle. So. Dann war es nur noch einer. Dann haben wir alle. Kann ich mich hier freier bewegen? Stellst du dich auch an die Wand? Das ist nett. Please just lie down. So. Schon kann ich mich hier bewegen, wie ich gerne will. Okay, ich brauche die nur antatschen, sonst sind sie wieder ganz. Alright, let's see what I can do with the console now. We do have someone named Hargreaves. I haven't completely lost my mind, have I? Du wirst gleich deinen Verstand verlieren. Sobald ich rausgefunden habe, wie ich hier... wie ich die Dinger hier richtig verwende, ne? Kanone, Knopf fehlen. Hitzewallung, Kanone... Eine Kanone? Muss ich die vielleicht erhitzen mit der Mikrowelle? Bitte richte den Stimulator nicht auf den Vulkanisierer da. Gott, wie funktioniert das? Vor allem. Die Tür zu sprengen. Ich muss mal gucken, steht hier noch irgendwas drin? Die perfekte Zukunft? Ich muss in die Abteilung für wissenschaftliche und Industrieforschung gelangen, um das Dingens zu bekommen und so die Quarantäne aufzuheben. Sie ist nicht zu übersehen. Ein riesiges Arkwright-Laborschild thront darauf. Ich nehme an, die Hirne hinter der Operation sind im Büro über der Verkaufsraum. Dort sollte ich wohl anfangen. Vielleicht haben sie ein Dingens übrig. Ich gehe mal hin und klopfe höflich an. Besucher sind wohl nicht willkommen, aber ich muss da rein, verdammt. Jetzt habe ich schon alles möglich gemacht hier. Moment, ich lese mal nur noch das Wichtige vor. Irgendwo hier muss doch eine Düse sein, hoffe ich zumindest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Kanone ein schönes, großes Loch in das Büro sprengen könnte. Dafür braucht sie aber viel Energie. Anscheinend wird sie über den lächerlichen Lüfter auf der Hinterseite aufgeladen. Vielleicht kann ich die seltsamen Maschinen verwenden, um sie irgendwie aufzuladen. Gut, das heißt, nicht den soll ich dahin machen. Sondern die grüne wahrscheinlich. Runter. Ich weiß, ob ich die andere Maschine auch noch brauche. So, reicht das vielleicht schon? More than a breeze. I need a bloody great blast of air. How do I kick this up a notch? War da gerade jemand? Also muss ich noch irgendwas dazwischen schalten. Das heißt, ich mach die mal wieder zurück, dass ich Platz habe. Das da hinten scheint nicht zu interessieren. Es geht nur um die drei Dinge. Nee, es gibt noch den gelben und es gibt auch noch die rosa Waffe. Ich weiß nicht, was die macht. Moment, ich muss mir das nochmal kurz angucken. Oh, wo kommst du her? Ich hab doch alle erwischt gehabt. Warum sind die wieder da? Sie nicht unbedingt töten, dann warte ich einen Moment. Das ist die pneumatische Kanone. Das müsste der Mikrowellenstimulator sein. Aber was war das Rosane? Los, jetzt gib schon auf. Wo ist der jetzt hin?
Mikrowellenstimulator, genau. Was steht hier drauf? Das Sublimator. Weiß nicht, was das bedeutet. Und der Hot Flash. Den brauche ich unbedingt auch. Sublimierer. Was macht der Sublimierer? Der ist echt noch einer. Der ist vorhin da rumgelaufen, hat mich aber nicht dran gehindert, an der Maschine rumzuspielen. No wonder I'm so tired. So, ich bringe dich mal zum Schlafen, wenn du schon so müde bist. So. Dann würde ich jetzt versuchen, vielleicht den Sublimierer dahin zu machen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Den Sublimierer kann ich nicht woanders hin tun. Ich kann den nur drehen. Gut, dann nehme ich doch den Hot Flash. Die Frage ist, wie rum muss ich den drehen? Ich drehe den mal einfach direkt so. Why is the sublimator still off gassing? For heaven's sake, turn off the heat after you've taken your readings. We don't want to turn the entire motiline crystal into gas all at once, do we? Das da hinten ist einfach, damit ich mehr bewegen muss, wahrscheinlich. Wahrscheinlich denke ich nämlich schon richtig. Das heißt, ich muss vielleicht das hier nochmal nach... Mal verschieben. Hä? Wie? Was? Hab ich falsch gedacht? Ich dachte die ganze Zeit, ich muss das Ding da drehen. Oh Gott, was ist das denn nun wieder? Warum seid ihr? What's the reading on the sublimator supposed to be? The sublimator. In metric or imperial? No one likes a clever clogs. Someone, hey, what are you doing there? Last one smiling is a rotten egg. Look at him. He's covered in blood. Nein, ich bin nicht. Die scheinen immer wieder neu zu spawnen. Das heißt, den Sublimator habe ich gar nicht hier rumgeschoben, sondern das Ding von dem wahrscheinlich. Der Moisturizer. Moisturizer, was ist das nur wieder? Der braucht die Luft zum Antrieb. Das heißt, der müsste ja eigentlich zu dem hier gehören. Der die heiße Luft ausspuckt. Und der wiederum muss wahrscheinlich erhitzt werden. Von der Mikrowelle, was ja stimmt. Was der macht, weiß ich halt nicht so richtig. Und am Ende kommt hier dann ein ziemlich kräftiger Strahl wahrscheinlich raus. Also muss das wahrscheinlich zum Schluss die Kanone abfeuern. Das ist jetzt so meine Denke. Was ist denn hier hinten eigentlich? Komm ich hier noch irgendwo hin? Hier war ich ja noch gar nicht. Ist das der Pausenraum? Ernsthaft? Ist das quasi die andere Variante? Dass ich ihm einfach Tee bringe, dann muss ich hier nichts kaputt machen? Energiezelle. Ich hab doch noch Tee. Also das wäre jetzt schon ein bisschen lustig, wenn ich jetzt das einfach ohne Zerstörung machen könnte. Tee hochbringen und gut ist. Naja. Natürlich nicht, das wäre jetzt so einfach gewesen. Apropos Tee, dann gönne ich mir noch mal einen schönen Röstchicorée. Das wäre jetzt also zu einfach. Tee vorbeibringen. Oder weil ich keinen richtigen Tee habe? Das ist ja hier nur Kaffee. Kann ich vielleicht Tee machen? Kuchen? Ich höre hier irgendwo fließendes Wasser. Unter mir, wahrscheinlich von dem Raum da unten. Von dem, sag schon, Pausenraum von denen.
Gut, probieren wir es mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ach, die spawnen eher wieder, also kann ich ja hier rumspielen, wie ich will. So, wir hatten jetzt das. Das hier soll den Tank erhitzen. Den kann ich nicht umdrehen. Was bedeutet? Ich muss hier komplett umdenken. Den blauen kann ich aber auch nicht drehen. Oder steht schon alles ziemlich korrekt? Das heißt, dann würde ich den jetzt mal noch drehen. Die Kanone komplett nach rechts. Bevor ich hier loslege, muss ich erstmal wieder was essen. Wie wär's mit einer Süßkartoffel? Dann nochmal speichern. Vielleicht müsste ich auch einfach das besser verstehen. Keep Hot Flash away from Electric Shock. Das heißt, das habe ich schon richtig gemacht. Also ich muss quasi immer das Gegenteil machen von dem, was da drin steht. Keep Sublimator cold, produces toxic methylene gas when overheated. Nö, der kommt dann heiß ab. Das müsste eventuell schon reichen. Fast. Fast richtig. Irgendwas ist noch nicht ganz. Ach klar, der kann den ja nicht. Das ist ja ungünstig. Keep Sublimator. Also ich muss ansonsten mal vorspulen, wenn ich jetzt zu lange brauche. Muss mir das nochmal alles genau angucken. Ich glaube, den brauche ich überhaupt gar nicht. Wir brauchen die volle Ladung. Very clever, pointing the pneumatic cannon right at my office. Ja, ich bin richtig auf. Now that we've all had our little laugh, could you please point it at the window? Ja, das habe ich vor. Das habe ich vor. Das habe ich vor, mein Bester. So? Viel Spaß. So, jetzt hat er bestimmt was zu lachen. Ja, der hat was zu lachen jetzt. Komme ich jetzt durch die Tür? Nee, ich muss echt da lang. So.
I suppose you're who I have to thank for the hole in my wall. Did knock. Don't be silly. Do you know how long I've been asking them to fix the hot flash? I can't even remember. The power cell was missing. Oh, for heaven's sake. They said they had to wait for a part. Look, without help or even a manual, you fixed three machines and triggered a chain reaction. Yes. Well, sorry about that. I need a chap who can figure things out. Would you like a job? I'm afraid I'm sort of trying to get out of town. Why? This is the best of all possible worlds. Nothing gets done, but everyone's happy. You seem sort of exasperated, actually. Well, don't tell anyone, all right? How are you getting past the quarantine gates without a Framistat? I was hoping to get one from, here. They've been pestering me for one. Tell you what, I'll give you one, and when you're done with it, give it to them from me. Oh, that's very kind of you. I will. Here, look around. If there's something else you can use, take it. Das ist ein... Warum ist er so nett zu mir? So, was hat er mir jetzt eigentlich gegeben? Steht das vielleicht hier mit drin? Nee, nicht hier, sondern hier. Oh Gott. Passierschein? Da sind wir, glaube ich... Leider, weil ich sogar einen Passierschein hätte. Achso. Nee, das ist es nicht. Ein ganzes Gebäude voller verrückter Ärzte, die freudlos riechen können. Das klingt amüsant. Oh Gott, da müssen wir jetzt hin. Aber ich kann mir wieder was kaufen. Und das nehme ich am besten gleich das. So. Aber was hat er mir jetzt eigentlich gegeben? War das eine Waffe? Questgegenstand? Das Ding. Dingens. Ein Regelwiderstand, der verwendet wird, um den Rahmenzustand des Quarantänepotentiometers zu kontrollieren. Du bist sicher froh, dass du gefragt hast. Ja. Ganz froh. So, was könnte ich denn hier noch mitnehmen? Ich wollte zwar eigentlich nicht mehr so viel mitnehmen, aber... Wenn wir schon mal hier sind. Und ich noch nicht ganz voll. War der hier eingesperrt? Oder ich verstehe halt nicht so ganz, warum der jetzt freundlich gesinnt war. Obwohl ich hier sein Labor zerstört habe. Oder sein... einfach ein Loch reingeschossen habe. Ach, hier kann ich auch nochmal reinschauen. Oh, man sieht nichts vom Loch. Hä? Das muss doch ein Grund sein, warum ich hier hin kann. Grund geben. Außer, dass ich mich da in den Chefsessel setzen kann. Aha, das ist der Grund. Schockgranaten. Der Sandmann. Den muss ich mir jetzt mal angucken. Eine wirklich tolle, schockierende und betäubende Waffe. Tatsächlich eine der besten, die du herstellen kannst. Fügt massiven Schaden zu, sehr haltbar, kann Blutung verursachen, kann Betäubung verursachen. Kann Betäubung verursachen, schwer. Oh, ganz schön heftig, das Ding. Das nehme ich mal mit, dafür schmeiße ich aber hier das hier weg. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit habe. So, und dann auf. Huch, bin ich fast zu tief gefallen. Ich hoffe, ich komme jetzt überhaupt wieder hier zurück. Hä? Irgendwas übersehe ich? Ach da, den Knopf übersehe ich. So, bevor es weitergeht, erstmal speichern. Ah, ist nachts, dann muss man wieder aufpassen.